hold for a very important message. Hallo liebe Schnuffelhasen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Saniel, dein Lieblingsroaster mit Herz. Ich halte mit dem anderen, mit der anderen Hand das Handy. Und ich heiße dich herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht heute um die letzte Folge von Blitzlichtgewitter. Mir wird das Arbeiten hier sehr, 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 sehr schwer gemacht. Guckt mal bitte die Muschi-Maus hier. Hallo Maus. Hallo Maus. Die will eigentlich die ganze Zeit mit mir spielen. Und ja, also es ist wirklich, wirklich schwierig. Und ich habe halt das Gefühl, dass meine Möpse zu Hause sauer werden, weil ich den fremd gehe mit ihr. Hallo. Katzen sind richtig süß, das wusste ich so gar nicht. Doch, ich wusste es eigentlich schon, aber... auf jeden Fall, falls du neu bist auf meinem Kanal, würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du ein Schnuffelhase wirst. Trete dieser Community bei, abonniere den Kanal und bitte, bitte schau immer die Werbung. Das ist so die Möglichkeit, wie du mich am besten unterstützen kannst. Und ja, guckt ihr Blitzlichtgewitter? Wusstet ihr, dass Malisa dort mitmoderiert? Das wusste ich gar nicht. Also ich habe wirklich das allererste Mal reingehört, tatsächlich, weil halt heute, wie gesagt, Mark Robin dabei ist und rausgekommen ist, dass der irgendwie mit Malisa geschlafen hat. Und es ist einfach sehr, 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 sehr spannend und brisant und deswegen habe ich da mal reingehört. Auf jeden Fall geht es jetzt endlich los. Der Hauptmittelpunkt, um den sich alles, alles dreht, ist folgender Ausschnitt, der bei einem Live zwischen Johnny und Michelle entstanden ist. Drop, dass er mit beiden was zur selben Zeit hatte. Dass er eine jetzt um den Finger gewickelt hat. Und wenn man eins und eins zusammenzählen kann, die letzten Wochen zurückgehen, weiß man, dass die Freundin von Aladdin die ist, die sich um den Finger wickeln lassen hat. Und jetzt fragt einer, wer ist die Berlinerin mit M? Tja, wer ist die Berlinerin mit M? Das kann jeder sein. Schau mal bei Credo und Ellie vorbei, dann wisst ihr es. Also, Mark Robin soll wohl was gehabt haben mit Jasmin. Und er soll wohl auch was gehabt haben mit Malisa, was hier ja ganz klar wird für alle Zuschauer. Und die Michelle hat da ja auch so laut dann aufgelacht. Ich habe mit der Michelle gesprochen und die hat gesagt, dass ihr das Ganze dann irgendwie... erstmal fand sie das super lustig und dann ist sie aber ein Licht aufgegangen und sie hat sich gedacht so, nee, das war jetzt doch irgendwie scheiße und hat deswegen dieses Live auch nicht gespeichert. So dass man es sich nachher noch angucken konnte. Nein, sie wollte, dass es gelöscht wird, weil sie gemerkt hat, sie ist da über die Stränge geschlagen. Aber gesagt ist gesagt und was im Netz ist, ist im Netz und das wird auch nicht gelöscht und deswegen wird es hier heute leider thematisiert, Süße. Da muss ich jetzt ein bisschen schmunzeln. Was hat denn deine beste Freundin Mia mit Mark Robin zu tun? Ja, das frage ich mich auch, Tobo. Also ich wüsste jetzt nicht, dass Mia irgendwas mit Mark Robin zu tun hatte. Wir können ja Mia mal anrufen, mal fragen, weil mit M aus Berlin fängt mit M an, endet mit A, ist das mit Credo und Ellie befreundet. Ich glaube, das ist Mia. Die machen sich zu Beginn erstmal ein bisschen lustig darüber. Als ich angefangen habe, den Podcast zu hören, habe ich so gedacht, oh Leute, aber ich hoffe, ihr zieht das jetzt nicht die ganze Folge durch. Haben sie zum Glück nicht. Es geht natürlich nicht um Mia, es geht um Malisa. Die ist halt irgendwie auch Protagonistin in jedem Bereich, ne? Jetzt kommt nochmal dieses Thema auf, die sind da ja so ein bisschen unterwegs wie, keine Ahnung, RTL exklusiv und fassen einmal so zusammen, was in der Woche in der Trash-Welt passiert ist und es geht halt wieder um dieses glatt oder nicht, was bei Princess Charming thematisiert wurde, untenrum natürlich, wo ich dann ja auch gesagt habe in meinem Review hier, wo ist das jetzt? Hier, genau. Zu Princess Charming, das glatt natürlich mich erinnert an Kinder, weil Kinder sind untenrum glatt rasiert und erwachsene Männer dürfen gerne Haare haben. Was sagen denn die beiden? Worauf steht Malisa denn so? Ich meine nicht, dass es mich interessiert hat, aber... Jetzt muss ich fragen, wie magst du es bei einem Mann? Glatt rasiert oder stoppeln? Glatt. Muss komplett glatt sein? Muss nicht. Stoppeln ist auch okay, aber auf gar keinen Fall Busch. Mhm. Ja, das wäre natürlich auch viel zu... erwachsen. Ne? Also warum sollte ein erwachsener Mann Schamhaare haben? Wäre ja total unnatürlich, ne? Und jetzt ist Mark Robin mit dabei. Mark Robin, was hast du denn mit der besten Freundin von Malisa zu tun, mit unserer Mia? Ich bin ja wirklich, also... Man hat so ein bisschen das Gefühl, da hätten sich ein paar Irre getroffen. Also während einige von uns vor der Linse sitzen und sich so denken, sag mal vor der Linse, vorm TV sitzen oder vorm Laptop oder vorm Handy, wo das ja mittlerweile alles kommuniziert wird, wie ich mich anhöre, ne, als wenn ich 100 wäre. Also mittlerweile schauen sich die Leute in YouTube über das Handy an. Ja, wir sind da geschockt und denken uns so, oh, alter Falter, was ist denn da passiert? Dann hat er mit der Jasmin gebumst, dann hat er mit der Malisa gebumst, dann hat er seine Ex
betrogen und die lachen sich ja einen ab und finden das alles super lustig, dass die alle miteinander bumsen. Gestern gab es einen Livestream von deiner Ex-Freundin, jetzt können wir offiziell drüber sprechen, Michelle, und dort wurde gedroppt, dass du etwas mit Malisa gehabt haben sollst. Was ist da dran? Oh je, warum fragst du mich das? Tobo, was habe ich dir getan? Das sagt er halt immer, ne, wenn es um die Wahrheit geht. Also dann mach doch die Sachen erst gar nicht, weil das Ding ist, er macht die Sachen, er steckt den Lümmel irgendwo rein und dippt und bla. Und dann, wenn man einfach mal drüber reden will, so Tacheles, was ist denn da jetzt passiert, sagt er mal so, oh Mann, Leute, was habe ich euch denn getan? Warum stellt ihr mir diese Fragen? Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich gerade schwitze. Also ich kann nur so viel sagen. Ja, Macron. Ich hatte mal was miteinander. Oh, peinlich. Ich will gerade bitte im nächsten Erdboden versinken. Hey, Lisa, was daran peinlich? Hey, was daran peinlich? Hallo? Es ist peinlich, dass es öffentlich gedroppt wurde und wir beide eigentlich das privat halten wollten. Also, ich sage euch eine Sache. Das ist ihr ganz und gar nicht peinlich. Ich wette mit euch, die haben sich so ins Fäustchen gefreut, als dieses live online gegangen ist oder on gegangen ist, weil Malisa freut sich doch so sehr, dass es wieder um sie geht. Und ich meine, ich mag sie auch und es ist ja auch wichtig so, dass man im Gespräch bleibt, aber es ist ihr 0,0 peinlich, überhaupt nicht, weil sonst würde sie sich viel bedeckter halten und würde dann nicht selber auch noch intime Sachen über Michelle droppen. Sie würde sich quasi nicht auf das gleiche Niveau abgeben. Die freut das gerade super doll, dass es um sie geht, dass jetzt so eine geile, erfolgreiche Podcast-Folge gedreht werden kann. Das kann sie mir nicht erzählen. Aber es gibt da so ein, zwei Personen, die sich, die wahrscheinlich nicht anderseitig wichtig sind und die dann halt sich für wichtig erklären und der Meinung sind, auf unseren Nacken müssen die jetzt hier irgendwas öffentlich droppen. Also ich würde sagen, ihr seid irgendwie alle so im ähnlichen Bereich. Die einen von euch haben 10.000 Follower, die anderen 20, die anderen 50, die anderen 70, die anderen 100. Da ist jetzt keine Britney Spears dabei, da ist auch keine Shireen David dabei von der Reichweite. Also ihr nehmt euch da alle nicht viel und ich glaube, da macht keiner auf keines Nacken, auf keinem Nacken was, sondern alle sind da ja aus dem Grund hingegangen, sich selbst zu inszenieren. Und sie nutzen natürlich jede Gelegenheit, um das dann auch zu tun und um über andere zu reden. Und ich finde, das könnt ihr euch gegenseitig überhaupt nicht zum Vorwurf machen. Es ist halt, wenn Menschen kein eigenes Leben haben und sich um das Leben anderer Menschen kümmern müssen und meinen, sie müssen sich da einmischen, weil die sonst in ihrem Leben nichts zu tun haben wahrscheinlich einfach. Ja, also ihr leistet hier halt wirklich einfach alle Projektionsarbeit, weil genauso wenig wie hier Johnny und Michelle oder über wen er da gerade redet, sich um ihr eigenes Leben sorgen, sondern nach links und nach rechts gucken, macht ihr das ja auch. Also ich meine, Malisa macht das beruflich, sie hat diesen Podcast und du weißt erstaunlich gut darüber Bescheid, was eine Laura so tut. Und das wirst du uns im Laufe dieses Videos oder Podcasts auch sagen. Also irgendwie macht ihr da alle das Gleiche. Ist ja auch schön, über andere zu reden. Ich meine, ich lebe auch davon. Läuft denn aktuell noch was zwischen euch? Lange nicht mehr. Wie wir beide also gar nichts gesagt haben. So. Na, und hier auch so. Dann baut sie so eine künstliche Pause ein. So, läuft denn was zwischen euch beiden? Und sie so, und damit es auch wirklich jeder gemerkt hat, wiederholt sie es nochmal. So wie wir beide nichts sagen, weil vielleicht denkt jetzt der ein oder andere, es läuft doch noch was zwischen uns beiden. Wir sind ganz leise. Wir haben uns damals dazu geeinigt, dass es war cool so. Ich würde jetzt nicht sagen, niemals wieder nie, ne? Ne? Also ihr ist es so peinlich, dass sie jetzt auch schon ankündigt, dass es vielleicht ein weiteres Mal geben wird. Das ist so unangenehm, dass es jetzt rausgekommen ist. Aber wir machen es vielleicht nochmal. Er sucht einfach nur irgendwo Aufmerksamkeit, weil er sonst keine bekommt. Wahrscheinlich weder von seiner Familie noch von seinen Eltern. Und da spricht, glaube ich, der Mark Robin wieder von sich selber. Weil er genau aufgrund diesen Mangels zu dem geworden ist, was er ist. Mangelnde Aufmerksamkeit der Eltern. Privates im Livestream rauszuhauen, ich weiß auch nicht, soll ich was Privates von dem raushauen, Alter? So. Naja, das würdest du jetzt aber nicht tun, weil du findest das natürlich super scheiße von diesem Niemand, dass er das gedroppt hat und dann würde man doch nicht Gleiches mit Gleichem bekämpfen. Ich kann ja einfach mal droppen, dass er jetzt mit Laura zusammen ist. Oh, was? Die ist mir rausgerutscht. Bitte? Welche Laura? Die Verführerin? Ja, mit Verführerin Laura. Die sind zusammen? Haben sich vielleicht Fame-Geile getroffen? Ja, na klar sind die zusammen. Die haben schon seit Monaten was und seit, keine Ahnung, wie lange sind die zusammen. Oha. So werden sie jetzt natürlich abstreiten, aber mein Gott, das weiß jeder. Jeder weiß, was bei uns hinter den Kulissen abgeht. So, okay. Also ich weiß jetzt nicht, warum die da alle so sensationsgeil sind. Da sind einfach zwei
Verführer eventuell zusammen. Ich würde jetzt da überhaupt keine Schwierigkeit drin sehen. Aber ganz ehrlich, ja, also voll die Doppelmoral. Er kritisiert es an dem Johnny, dass der so intime Sachen raushaut und dass der nicht bei sich ist und nicht sein eigenes Leben hat. Und jetzt macht er genau das Gleiche. Und eine Malisa, die auch sagt, ey, das sollte man nicht so droppen, ist jetzt so, oh, was, echt? Die sind wirklich zusammen, krass. Mir ist peinlich, dass ich das droppen muss. Ich muss auch sagen, ich finde es sehr, sehr uncool. Er sagt gerade, ihm ist das peinlich, dass er das droppen muss. Du musst das nicht droppen. Du hättest einfach auch in diesem Video sagen können, ich finde es scheiße, dass die das gemacht haben, das macht man nicht. Und du hättest nicht selber auch noch intime Sachen raushauen müssen. Und worüber ist jetzt hier Malisa bestürzt? Weil ich zum Beispiel den Johnny nie persönlich kennengelernt habe. Ich kenne ihn 0,0 nie, nicht gar nicht. Und ich finde es uncool, dass man dann halt Dinge von anderen Menschen, die man nicht mehr persönlich kennt, wo man nicht dabei war, einfach in die Öffentlichkeit zieht. Aber selber machen tut sie es auch. Also meinst du, Frauke Ludewig kannte Cher, als sie das erste Mal über sie berichtet hat? Oder Britney Spears? Nein, das müssen wir auch nicht. Ihr habt eure Gesichter in der Öffentlichkeit, wir alle, ich ja irgendwie auch, so ein bisschen semi-professionell. Und wenn Leute über uns reden wollen, dann können sie über uns reden und sie können auch über unsere Partner reden. Ich habe da auch so ein paar andere Sachen mitbekommen, wo Leute sich angegriffen fühlen, weil man über ihre Partner redet. Ja, das gehört damit dazu. Wenn man den dann auch mit postet und so auf Insta, dann darf der auch mit angegriffen werden. Ja, der interessiert sich auch für den. Also jetzt mal ganz ehrlich, was will der? Ich verstehe gar nicht, was der will. Ja, der will einfach nur seine geistigen Blähungen ablassen und auch mit dem Game sein. Einfach mitspielen, der Johnny. Vor allem mit seiner verschissenen Doppelmoral, wenn ich überlege, der zieht über mich her, da macht sich jede Woche aufs Neue über mich witzig, sucht irgendwelche Gründe, irgendwas, keine Ahnung, was er droppen kann, um mich zu schießen, gegen mich zu schießen, um mich zu erniedrigen. Keine Ahnung was, wo ich mir denke, so Junge, so, da hat ein Mensch jetzt mal einen Fehler gemacht, der hat schon genug geblutet, was ist in deinem Kopf los, dass du über diesen Menschen jetzt so herziehen musst? Naja, es kommen halt immer neue Sachen raus und außerdem, ich glaube gar nicht, hat er so doll geblutet, also der hat so einen kleinen Fehler gemacht, ne? Eventuell auch noch einen zweiten. Also der erste war, dass er fremdgegangen ist. Der zweite war, dass er gelogen hat. Und der dritte war, ich weiß nicht, wo wir aufhören sollen. Also es ist einfach, er hat so viele Fehler gemacht, dieser Mark Robin. Warum reitet der Johnny da immer weiter drauf rum? Was ich aber auch sagen muss, ist, dass ich halt auch krass enttäuscht bin von Michelle, weil ich denke mir so, wenn man etwas an die Öffentlichkeit bringt, dann sollte man auch die komplette Wahrheit ans Licht bringen und nicht nur Halbwahrheiten, weil sie mich ja auch vor ein paar Wochen angerufen hatte und mich gefragt hat, was zwischen Mark Robin und mir lief und dass sie halt dann mir auch da erzählt hat vor ein paar Wochen, dass sie ja mit dir Mark Robin auch noch ab und zu was miteinander hatte. Oh, haut sie es einfach raus. Und da würde ich halt einfach sagen, alles auf der gleichen Ebene. Also ich meine, ich kann es nicht wiederholen, aber wenn du die Handlung von jemand anderem scheiße findest, dann bekämpfst du die Situation nicht mit den gleichen Mitteln, liebe Malisa. Jetzt hast du also rausgehauen, dass Michelle mich auch in meinem Interview hier mit ihr belogen hat, weil sie hat halt gesagt, dass sie nichts mit ihm gehabt hat danach, aber scheinbar hatte sie es doch. Gut, ich schätze das natürlich eh schwierig ein, so dieses sich vom Partner trennen und dann aber noch für den da sein wollen zu Hause. Wenn jetzt also was dran ist und sie wirklich was mit Mark Robin danach gehabt hat, die Michelle, dann würde ich ganz klar nochmal zurück zu meiner These kommen und zwar nicht für den Partner da zu sein. Lieber echt erstmal auf Distanz gehen, weil wenn dich dein Partner betrügt nach 6 Jahren, kannst du nicht direkt mit dem in einer Wohnung wohnen und den bemüttern und für den da sein. Da die Grenzen zu ziehen, scheint dann doch schwieriger zu sein, als man sich das so theoretisch vorstellt. Und das hat sie natürlich wieder verschwiegen und nicht öffentlich kommuniziert, wo ich mir denke, wenn, dann sag doch bitte die komplette Wahrheit und steh doch dazu, dass du mit Mark Robin auch noch intim geworden bist. Ja, gut, also man muss jetzt direkt mal dazu sagen, das war nicht gleichlaufend, ne? No, also ich habe ihn nicht gleichzeitig bei dir und bei ihr reingesteckt, das war dann schon zeitversetzt, also am Montag hatte ich mit ihr noch geschlafen und am Dienstag mit ihr und dir, whatever, ich komme gar nicht mehr klar. Also es war jetzt nicht ein Dreier, ne? Das macht es doch alles besser, oder? So, da können jetzt die Leute wieder drüber diskutieren, ob ich in der Position sein sollte oder sie. So, es war halt so, dass es mir scheiße ging. Sie hat die Sache relativ gut weggesteckt. Vielleicht ist einfach keiner im Nehmen wie ich. Whatever, ist ja scheißegal. Ne, whatever, dass sie einfach voll cool damit umgegangen ist, dass ich sie betrogen habe und so, habe ich ja keine Schuld dran. Ich habe es einfach ausgenutzt und habe mich dann von ihr pflegen lassen. Also genau von der Frau, der ich gerade das Herz gebrochen habe und die ich behandelt habe wie Dreck, weil ich sie nämlich betrogen habe und so. Also es war dann auch, ist ja einfach stärker, ne? So, noch nie in meinem Leben habe ich zu irgendeiner Person gesagt, ich werde mich ändern, weil ich bin, wie ich bin. Jeder Mensch ist, wie er ist. Kein
Mensch sollte sich ändern. So, das ist schon mal Bullshit überhaupt. Diesen Satz werdet ihr niemals von mir hören. Ja, so würde ich es nicht sagen, mein Lieber. Also, wenn man wirklich so kacke unterwegs ist, und das ist man, wenn man Leute betrügt und belügt seit 7 Jahren, dann sollte man vielleicht schon probieren, an sich zu arbeiten und da irgendwas an der Verhaltensweise zu ändern. Also man kann ja nicht sagen, so bin ich eben, ich bin so, wie ich bin einfach ein Betrüger und so, ich bin hinterhältig und lüge und breche Herzen, aber so bin ich halt, das ist mein Charakter, das liegt ja mal im Sternzeichen und deswegen werde ich daran nichts ändern. Ist doch schade. Und dann auch zu behaupten, ja, und dann hat er mit 3 Weibern anders, weil ich noch was gehabt, während ich mich um ihn gekümmert habe. Nein, stimmt auch nicht. So, Lisa, wie wir 2 was hatten, war ich ein halbes Jahr Single, da hatte ich mit Michelle nichts mehr, da hat sie sich auch nicht mehr um mich gekümmert. Na? Also sie hat den Pflegedienst quasi beendet. Ich hatte dieses Abonnement abbestellt. Sie hat mich nicht mal gewaschen und so, nicht mal gefüttert. Und deswegen verstehe ich gar nicht, warum ich dann nicht mit Malisa weiterschlafen konnte oder wieder schlafen konnte oder damit anfangen konnte. Also verstehe jetzt überhaupt den Trubel nicht. Jetzt redet der Mark Robin zum 4. Mal über den Johnny. Also er erwähnt ihn schon wieder. Wäre er wenigstens irgendwo relevant, würde ich vielleicht drauf eingehen, aber der Typ ist ja sowas von irrelevant. Und deswegen will er gerade so etwas sagen wie, gebe ich ihm auch nicht die Plattform, aber er redet halt einfach die ganze Zeit über ihn und gibt ihm damit voll die Plattform und macht ihn damit ja wieder relevant. Ne? Das haben die noch nicht so ganz verstanden, wie man umgeht mit Leuten, denen man keine Plattform geben möchte. Nein, Alter, das war ein halbes Jahr nach Temptation Island. So, darf ich und? Irgendwann mal mit irgendjemandem was, darf ich mit irgendjemandem was zu tun haben irgendwann? Oder muss ich jetzt mein Leben lang so Single sein in meinem Zimmer hocken? Also du hast bei der Wiedersehensshow gesagt, ich wünsche, dass ich für immer alleine bleibe und dass die Michelle glücklich wird. Und jetzt ist es so, nein, ey, darf ich vielleicht auch mal den Dödel irgendwo wieder reinstecken und mein Leben leben? Ich habe es verdient, glücklich zu sein. Also der Johnny hat schon mal gar keine Ahnung, um zu behaupten, dass ich wegen irgendetwas pisst bin. Ich weiß bis jetzt aktuell dato nicht einmal, ob Mark Robin was mit Jasmin hatte oder nicht. Es ist mir auch egal. Es ist sein Leben. Das tangiert mich nicht. Weil der Johnny hat behauptet, dass die Malisa nämlich pisst sei, weil der Mark Robin mit der Jasmin und mit Malisa gleichzeitig was gehabt haben soll. Aber Malisa war natürlich niemals angepisst. Malisa ist ja auch nicht so eine Natur, die wegen irgendwas angepisst ist. Und wie wir sehen können in dieser Podcast-Folge, sind Mark Robin und Malisa voll gut miteinander. Das sind halt so richtige Freunde auch. Alles war cool, wir hatten jetzt nicht wirklich viel Kontakt in letzter Zeit, aber ich denke, durch die Aktion jetzt wird es wieder dazu kommen, dass wir wieder mehr Kontakt haben werden. Ach so, die wollen wieder mehr Kontakt haben. Naja, also ich meine, jetzt ist ja auch alles bereinigt. Der Mark Robin hat jetzt klargestellt, dass es nur einen Kuss gab. Das kommt noch. Das war alles viel zu doll dargestellt bei Temptation Island und jetzt kann man auch wieder mit ihm befreundet sein. Ne? Weil Lisa denkt sich so, ja, also jetzt, weil wir jetzt ja auch diesen Podcast hier hatten, können wir wieder Freunde werden und uns mehr hören. Ich habe dich voll vermisst. Ja, vor allem Malisa und ich, wir sind ja cool miteinander so. Also wir haben damals, hatten wir halt mal was so, wir waren aber vorher Freunde, dann hat man halt mal was gehabt und dann hat man gesagt, nee, komm, lass halt einfach so auf dieses Freundschaftliche, macht mehr Sinn, etc., bla bla, ich hab manchmal so im Leben. Also wir waren halt Freunde, dann haben wir gebumst, dann waren wir wieder Freunde und so, was man halt so mit der besten Freundin macht, also einfach mal auch bumsen zwischendurch. Ich meine, jeder hat Triebe und so, und jetzt sind wir wieder Freunde und morgen bumsen wir wieder und dann hat sich das doch. Ich kann auch sagen, ich bin aktuell sehr glücklich. Siehst du, es muss wieder ein bisschen mehr um mich gehen, weil gerade hat er wieder viel zu sehr über sich geredet, also ich wollte nur sagen, ich bin auch wieder glücklich. Ich habe wieder irgend so einen Freund, ja, so ein Typ von I The One, kennt ihr nicht? Guck mal, da drüben steht er. Das hat sie nämlich so ein bisschen so gemacht bei Dr. Sinsen, als ich sie hier bei Dr. Sinsen gesehen habe. Da meinte sie so, ja, ich habe einen Freund, aber in Anfangsbuchstaben sage ich vielleicht und mehr nicht. Und dann kam am Ende raus, sie wollte uns verklickern, sie hätte was gehabt mit diesem heißen Typen von I The One. Wie hieß er denn nochmal? Der mit der Dicklippigen zugange war und mit Nicole Scherzinger, wisst ihr? Devin oder sowas? I don't think so, that you have been a couple. Jetzt geht's um die Wiedersehensfolge, die der Mark Robin nicht geguckt hat, wo ich mich so frage, okay, wenn doch alles nicht so schlimm gewesen ist, ne, und du dir nichts zu Schulden lassen kommen hast, außer vielleicht einem kurzen Kuss, ja, warum guckst du dir dann eigentlich die eigene Sendung nicht an, bei der du mitgemacht hast? Das ist doch voll ungesund. Wie überraschend war es denn für dich, dass Laura da am Start war? Gar nicht, das war ja klar, wie keine Ahnung was. Also, so, selbst wenn ich keinen Stress mit ihr hätte, allein diese Aufmerksamkeit, die sie ja wieder gebraucht hatte, war ja eh klar, dass sie kommt. Ja, es war ja eh klar, dass Laura zur Wiedersehensshow kommt. Also die ist so famegeil, dass sie da angetanzt kommt, ist ganz klar, einfach weil sie Aufmerksamkeit haben will. Das haben Leute, die sich für Fernsehformate anmelden, normalerweise gar nicht gern. Also Aufmerksamkeit ist sowas,
der geht man eigentlich immer aus dem Weg. Und dass sie sich da quasi selber eingeladen hat, obwohl sie wahrscheinlich selber auch voll irrelevant war für diese ganze Show, war ja auch klar. Die wäre sogar gekommen, wenn sie vorher mit dem Flugzeug abgestürzt wäre. Nee, also guck mal, ich habe die Wiedersehensfolge gar nicht gesehen. Weil ich halt weiß, dass ich eine reine Weste habe und dass alles, was ich sage, der Wahrheit entspricht. Dann gucke ich mir das lieber gar nicht erst an. So wie sie die ganze Sache wieder verkauft hat, eigentlich Laura. War ja auch nicht so. Also es ist nicht einfach so, dass ich hingegangen bin und gesagt, hey, guck mal, hier hast du ein T-Shirt, möchte ich dir schenken. Nee, gar nicht. Nee, nämlich die Situation mit dem T-Shirt, ne? Die ja wirklich ein bisschen cringe war. Die erklärt er jetzt einmal hier und sagt so, ich habe ihr dieses T-Shirt niemals geschenkt. Ja? Also ich verstehe gar nicht, warum sie da ankam in der Wiedersehensshow und so getan hat. Es ist einfach so, sie brauchte was zum Schlafen und ich habe ihr dieses dämliche T-Shirt gegeben. Und eigentlich wollte ich es auch wieder zurückhaben, aber sie hat es mir nicht wiedergegeben und dann habe ich da keine Szene machen wollen. Das ist alles, Leute. So, und dann kommt sie zum Wiedersehen und verkauft es auf die Art, ja, das T-Shirt hat mal Kroppel mir geschenkt. Ja, nee, habe ich nicht, Alter. Du wolltest es mir nicht wiedergeben. Und mir war es einfach so blöd, da rumzubetteln. Ich habe gesagt, behalten halt. Und damit will er uns jetzt quasi so ein bisschen klar machen, was für eine krasse Lügnerin Laura ist. Und dass eben auch alles andere gelogen sein muss, weil sie eben auch dieses Detail gelogen hat, über dieses Detail gelogen hat. Sie hat nämlich allen Ernstes behauptet, er hätte ihr das T-Shirt geschenkt, aber er hat es ihr nur geliehen. Könnt ihr sehen, was für eine falsche Schlange Laura ist? Alles, was sie von ihr kommt, fast alles, ist einfach hochgeschaukelte Scheiße, für sie zurechtgedreht. Guck mal, und jetzt versucht er sie quasi zu schwächen, ihre ganzen Aussagen, weil natürlich alles, was diese arme Frau sagt, ist erstunken und erlogen. Das müsst ihr mal überlegen, die hat von der anderen Villa die Hälfte von den Typen durch. So. Und dann stellt sie sich aber wieder hin, ach ja, na, ich bin da so eine Brav und auch das wollte eigentlich gar nichts. Und, ah nee, mal Robin. Oh nee, ey, guck mal, jetzt slutshamed er sie. Und versucht sie auch wieder zu entkräften. Guck mal, Mark Robin, die hatte einfach nur keinen Bock auf dich, weil sie irgendwann gesehen hat, was für eine falsche Schlange du bist. Die hat niemals gesagt, dass sie eine brave Maus ist oder ein braver Engel, der nichts mit Typen hat. Sie hat sogar am Anfang im Intro gesagt, dass sie sich nimmt, was sie will und dass sie hier voll die Geile ist und bla. Und sie darf mit vergebenen Männern schlafen, mit so vielen, wie sie möchte. Und das macht aber ihre Aussagen in deine Richtung überhaupt nicht schwächer. Weil sie hat niemals gesagt, dass sie nichts mit dir hatte, weil sie sich aufbewahrt für die Ehe, sondern einfach nur, weil sie dich eklig findet. Michelle hat mit Johnny dann geschrieben nach dem Wiedersehen, wie alles gelaufen ist und hin und her. Und dann meinte sie zu Johnny so, ja, Laura hat halt abgestritten, hat sich da voll als Brave hingestellt. Ich war kurz davor zu sagen, dass sie was mit der Hälfte von den Typen hatte. Und dann hat Johnny dazu geschrieben, ja, hättest du doch mal gesagt, ich hätte gefeiert. Und hat dazu geschrieben, ja, mit einem Kumpel von mir hat sie auch schon gebumst. Ja und? Dann soll sie doch gebumst haben, mit wem sie möchte. Dann sagt er noch irgendwie so, ja, ich bin also gar nicht einer, der sowas verurteilt. Ja, aber dann mach es doch gar nicht zum Thema. Also warum zählt es als Argument auf, dass sie mit Männern schläft. Sie kann schlafen mit einer ganzen Fußballmannschaft und es würde nichts an der Tatsache ändern, dass sie dich beim Fremdgehen erwischt hat oder dich dazu gebracht hat. Und vor allem, wieso hat er Zugriff auf einen Chat, den Michelle mit Johnny hatte? Er meinte, ja, habe ich gerade noch gesehen, heute Morgen habe ich gefunden, hier den Chat zwischen Johnny und Michelle. Allein diese T-Shirt-Aktion, jeder, der die Aufnahmen gesehen hat, die Leute, die das geschnitten haben, wissen ganz genau, dass sie in dem Moment schon wieder Scheiße gelabert hat. Kann er bitte aufhören, diese T-Shirt-Situation zu erwähnen? Die ist sowas von unwichtig. Ob das nun geschenkt war oder geliehen oder ob da ein kleines Missverständnis war, meine Güte. Ah, ich habe noch ein Beispiel. Im Toten Winkel hätte ich nach Pille gefragt. Ist ja genauso ein Bullshit. Die hat mir am zweiten oder dritten Tag, hat sie mir schon in einem ganz normalen Gespräch am Pool on Cam, on Ton, hat sie mir gesagt, ja, sie verhütet nicht. So, warum sollte ich dann im Toten Winkel ein paar Tage später nach einer Pille fragen? Macht auch keinen Sinn. Okay, das würde halt wirklich keinen Sinn machen. Aber es gibt ja auch diese Dummköpfe, die den erzählst du was einmal und dann fragen sie dich zwei Tage später wieder. So, nein, ich habe keinen Durchfall. Und dann so, hast du Durchfall? Nein, ich habe dir doch gesagt, ich habe keinen Durchfall. Also so könnte auch sein, dass sie ihm das gesagt hat, dass er das aber einfach nicht hören wollte. Ich habe so viele kleine Lügen, die ich aufdecken kann. Ich kann halt leider diese tote Winkel, dieses Reinstecken und so, stimmt ja auch alles nicht. Da kann ich halt leider nichts beweisen. Ach so, stimmt alles nicht, ne? Am Ende ist alles erstunken und erlogen und nichts stimmt. Genau, die hat sich das alles aus den Fingern gesogen. Die Sache wird zu hoch geschaukelt. Das waren echt so... Weiß nicht mal erwähnenswert richtig. Also klar, okay, ich bin fremdgegangen. Ich war eine Minute mit ihrem toten Winkel, das war's. Also ich war da wirklich nur eine Minute mit ihrem toten Winkel und wir haben uns kurz angeguckt und das war's. Eigentlich ist gar nichts passiert. Ich verstehe gar nicht, wieso diese Geschichte so ausgegangen ist. Und vor allem, warum sagt er dann immer wieder, oh Gott, in der Wiedersehensshow, ich bin hier fremdgegangen, ich bin so ein schlechter Mensch, ich hab's verdient und du auch und bla. Wenn es doch nur einmal eine Minute im toten Winkel gestanden zu haben war.
Jetzt sag mal, Lisa, aber so, aber was habt ihr denn im toten Winkel gemacht? Sag mal, wirklich nur rumgestanden? Ja, da haben wir rumgemacht. Ja, aber wie rumgemacht? Das war's. Geküsst, Brust angefasst, unten rum. Ja, was ist bei dir rum? Nee, rummachen ist für mich küssen. Also, es reicht ja schon. Also, erstens glaube ich alles, was Laura sagt. Tut mir wirklich leid. Und zweitens kann er das doch nicht so runterspielen. Also, nee, nur rumgemacht. Also, das war's. Mehr nicht. Ich habe sie nicht nach dem Kondom gefragt. Ich habe ihn nicht reinstecken wollen. Wir haben nur rumgemacht. Ey, das ist mehr als genug. Und jetzt erhält dass sich auch noch darauf auf, dass Laura doch tatsächlich in den O-Tönen berichtet hat darüber, was sie für Erfolge erzielt hat als Verführerin. Ja, wir haben rumgemacht. Allein, dass ich das schon wieder erwähnen musste, weil da merkt man doch so, die sucht doch bei jeder Gelegenheit irgendwo einen Ticken Aufmerksamkeit, Alter. Also, dass sie dann auch noch wirklich Berichterstattung leistet und dann nochmal erzählt, was genau passiert ist, also wie sie mich überführt hat. Da merkt man doch einfach, dass sie aufmerksamkeitsgeil ist. Nein, man merkt einfach, dass sie ihren Job richtig macht und dass sie den Leuten da die Fragen beantwortet. Weil sie wurde ja interviewt, sag mal. Ich war vor Ort, nicht hier. So. Und okay, Laura war auch vor Ort, aber die labert halt scheiße. Also wie gesagt, ich habe jetzt schon zwei, drei Beispiele nennen können, wo ich beweisen konnte, dass sie wirklich lügt, während sie ja nicht beweisen kann, dass ich irgendwo lüge. Wow. Also das sind wirklich die Kräfte eines Manipulators. Ich finde sogar, wenn man diesen Podcast hört, denkt man sich so für einen kurzen Moment, Alter, warte mal, ist da wirklich nichts passiert? Sind die wirklich alle am Lügen, außer er selbst? Nein, es ist nicht so, Leute. Es ist nicht so. Ich sage euch ganz ehrlich, mein Venuszügel, und ihr wisst, ich habe einen, sagt mir ganz klar, dass das hier alles so krass runtergespielt wird jetzt gerade von seiner Seite. Und ich finde es ziemlich schade, dass die Malisa ihm hier... ja, jetzt sage ich schon wieder, die Plattform bietet, ne? Aber nein, die arbeiten natürlich auch mit den Trash-TV-Teilnehmern, weil ich werde auch oft kritisiert und das heißt so, ja, warum bietest du dem eine Plattform, warum bietest du dem eine Plattform? Das ist unser täglich Brot und jeder soll sich seine Meinung bilden. Aber meine Meinung ist ganz klar, dass er gerade versucht, alles runterzuspielen und jeden zum Lügner zu machen und mundtot zu machen und als unwichtig zu deklarieren, nur damit er da jetzt wieder ein bisschen besser dasteht. Und was lief unter der Dusche? Auch wieder nur rummachen. Aber was meinst du denn mit rummachen? Und da unter der Dusche habe ich nicht mal einen Ständer gehabt. Obwohl ich mir rumgemacht habe, obwohl ich 2 Wochen keinen Sex oder sonst irgendwas hatte. Hm, ja genau, also unter der Dusche lief auch nichts, obwohl ich nackt war. Und obwohl ich zu ihr gesagt habe, wenn du ihn jetzt einmal siehst, wirst du ihn nie wieder vergessen. Ich meinte natürlich den schlaffen Pümmel, der war noch nicht mal dick. Also ja, genau. Und ihr wart auch eigentlich gar nicht bei Temptation Island. Ne? Das war auch alles nur eine Illusion. Wir haben uns das alle eingebildet, weil wir zu viel Pilze gegessen haben. Mit Nico habe ich gar keinen Kontakt mehr. So, weiß Gott warum, keine Ahnung. Von heute auf morgen hat er gedacht, er muss mit mir nichts mehr zu tun haben. Also Mark Robin, ich würde dir empfehlen, vielleicht doch Temptation Island zu gucken, weil dann würdest du ganz genau verstehen, warum der Nico nichts mehr mit dir zu tun haben möchte. Also ich meine, ich finde es ein bisschen komisch, ein halbes Jahr nach Temptation mit mir auf Siege zu machen und sich jede Woche mit mir zu treffen, alles gut, ist gut. Und er weiß ja auch von allem so. Ich glaube nicht, dass er von allem wusste. Wie er jetzt auf einmal sich so wundert, warum der Nico bei Ausstrahlung den Kontakt abgebrochen hat. Ja, weil er dann nochmal gesehen hat, das Ausmaß, ja, also wie doll du ihn angelogen hast. Und dann hat er sich so gedacht, nee, dafür ist mir mein Leben zu schade. Und sobald Ausstrahlung ist und der Shitstorm ein bisschen losgeht, meint er auf einmal, musste ich von mir jetzt distanzieren. Ja, also es liegt definitiv nur am Shitstorm. Genau, sonst wäre er auch noch weiter mit dir befreundet. Abdu auch aktuell schwieriges Thema, da kann ich halt echt gar nichts dazu sagen. Abdu ist eh ein Typ, der braucht immer ewig zum Antworten, bis du den erreichst, etc. Echt? Wenn ich den ganz schwierig. Wenn ich den anrufe, geht der immer ran. Denk mal drüber nach. Also ich glaube einfach, die Jungs haben sich so gedacht, Alter, wie doll kann der Mark Robin eigentlich lügen? Wie doll... verdreht er die Wahrheit, wir wollen mit so einem einfach überhaupt nichts zu tun haben. Das hat nichts mit den Menschen zu tun, die wir da live erlebt haben. Das ist eine komplett andere Person. Okay, ciao. Ich war bei den härtesten Treue-Test überhaupt und hab da fremdgeknutscht. Mehr habe ich nicht gemacht. Da kann man drüber weggucken. Also, ich war wirklich beim härtesten Treue-Test. Ja, da würden 90% der Leute durchfallen. Ich bin vorher nie fremdgegangen. Er ist ja schon am Anfang der Beziehung fremdgegangen. So, ich habe nur geknutscht. Ja, also nur geknutscht. Und Leute, haltet doch mal alle die Beine still. Das ist doch alles nicht so schlimm. Ich habe keinen umgebracht. Ich habe kein das Leben zur Hölle gemacht. Habe ich nicht. Der Michelle ging es doch voll gut. Die war doch noch stark genug, um mich zu pflegen. Der habe ich doch noch nicht mal wehgetan. Und dann sind ja alle so gegen mich. Also was sagt uns dieser Podcast? Der sagt uns einfach, dass wir alle sehr, sehr unterschiedlich sind. Dass wir alle auch sehr, sehr unterschiedlich mit solchen Situationen umgehen. Also ich überlege mir halt einfach wirklich so, was würde ich machen, wenn ich so überführt worden wäre.
Ich würde mich auf jeden Fall ganz, ganz anders verhalten. Geducktes Mäuschen, so mit Hut. Ich würde überhaupt nicht schießen und so Sachen behaupten wie, ja, dann hat ihr das halt weniger wehgetan. Ich habe von niemandem das Leben zerstört. Ich habe nur geknutscht. Alles ist erstunken und erlogen. Die wollen alle nur Aufmerksamkeit und so. Nee, ich würde einmal komplett bei mir bleiben und Reue zeigen und mich halt wirklich entschuldigen und hier nicht so durch die Weltgeschichte wandern. Und was können wir sagen zu Malisa? Malisa versucht halt echt so ein bisschen hier auch im Gespräch zu bleiben, sei es ihr gegönnt. Ich kaufe ihr das null ab, dass sie sich hier jetzt beschämt fühlt, aber na gut, wir müssen ja auch irgendwie alle Wege finden, um ja, in aller Munde zu bleiben. Ich sag tschüss, Leute.